Bis morgen. Bis morgen. Ciao, hallo. Ciao. Was soll das? Wieso hast du den Rekruten schon die neue Ladung M24er mitgegeben? Ich wollte das... Du weißt, wir sollten höchstens alle 2 Monate neue Waffen geben. Sonst schöpfen wir noch Verdacht. Aber die Waffen, die sie eigentlich bekommen sollten, sind Schrott. Das wäre Mord gewesen, die mit denen loszuschicken. Ist doch kein Argument. Wir haben Regeln und klare Befehle. Aber... Keine Widerrede. Wenn sowas immer vorkommt, muss ich es melden. Und das wird mir aber nicht gefallen. Naja, vergessen wir das. Aber ich will, dass sowas nie wieder vorkommt. Verstanden? Verstanden. So, jetzt starten wir noch ein bisschen Platz für die neue Lieferung. Und hoffentlich ist dieses Mal was anderes dabei, ist nur dieses Fresspulver. Ich kann diese Scheiße einfach nicht mehr essen. Naja, ich finde, wir sollten dankbar sein, dass sie überhaupt Abkommen mit uns eingehen. Nötig hätten sie es ja eigentlich nicht. Was? Die wollen jetzt wie die Armen des Hungernden das Ungeziefer am Zaun halten. Dann tun sie großzügig, wenn sie uns Waffen geben für die Drecksarbeit. Was zum... Wie ist der denn hier? Elend. Wir leben in einer Zeit des Elends. Seit dem Krieg ist nichts mehr, wie es war. Vor 25 Jahren eskalierte die Situation. Die Länder im Nahen Osten taten sich zusammen. Erst kamen nur Soldaten. Dann Atombomben. Die mächtigen Reichen haben sich rechtzeitig nach Skandinavien zurückgezogen, wo sie hohe Mauern bauten, die sie schützten. Fast ganz Mitteleuropa liegt in Trümmern. Und es gab so viele Tote. Darunter auch meine Mutter. Sie starb Jahre später an der Strahlung. Weil die Menschen wegen der Strahlung nicht mehr wirklich lange leben, sind jetzt jüngere Leute an der Macht. Sie bilden Gangs, in denen es einfacher ist zu überleben und in denen man sicherer vor anderen Menschen ist. Von den Reichen hatte man schon lange nichts mehr gehört. Jetzt weiß ich auch warum. Extremer könnte der Kontrast kaum sein. Den einen ist der Whirlpool zu heiß und die anderen haben Bauchschmerzen, weil die Ratte, die sie gegessen haben, krank war. Welch Ironie. Nein!
Ich muss in die tägliche Besprechung der Gang und alle überzeugen. Ich muss ihnen davon erzählen. Das Problem ist nur dabei Harren. Er ist der Anführer. Vor ihm haben die Leute Respekt. Aber er ist arrogant. Vielleicht verrät ihn seine Reaktion. Es wird ihn nicht freuen, wenn jemand seine Pläne durchkreuzt. Ausgenutzt. Das ist alles eine Lüge. Lincoln, bitte. Du musst mir vertrauen. Die Männer, die gestern mit Roth und Mark die Ostseite von District 4 gesichert haben, sind heute beim Wiederaufbau von Lager 3 dran. Verstanden? Ja. Außerdem brauchen wir noch Männer, die bei der Verstauung von Munition und Nahrungsmitteln in Lager 1 helfen. Keine Bewegung! Sonst stirbt er! Tut, was er sagt! Was soll das denn jetzt werden, Herr Bro? Klappe! Es ist alles eine Lüge! Die Gang! Sie haben einen Pakt mit den Reichen beschlossen! Sollen die Armen unterdrücken, Regeln aufzwingen, Rebellion unterbinden und im Gegenzug bekommen wir Waffen und Narben von ihnen? Andrew, ich bin verletzt. Nach all dem, was ich für dich getan habe. Ich streckte dir die Hand aus, gab dir eine Chance und jetzt hältst du mir eine Knarre gegen den Kopf! Habt ihr schon nie gefragt, woher das alles kommt? Das Essen, die Munition! Genug! Ich will das Gelaber dieses Irren nicht bieten lassen! Schnappt ihn euch! Und es gibt noch viel mehr! Im Nebengebäude sind die... Was ist los mit euch? Erschießt ihn doch endlich! Dann erschieße ich dich!